Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty. Vielen Dank, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Hier auf dem Yamantau. Auch Wir haben ein Scharfschützen. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. großes Und wir Dankeschön. bleiben außer Sicht. Großes Dankeschön an die Leute, die das letzte Video bewertet haben. Lass doch auch bei diesem Video ein Like da. Geht super mega fix und mir hilft das immer weiterzumachen. So. Achso, wir lagen gerade nach. Ich habe mich gerade gewundert. So, zack. Mason, geh in Deckung. Dann mal los. So. Ziel erledigt. Ziel ausgeschaltet. Rein da. Jo. Hallo Freunde, danke. Kurz, du hast auch mal geholfen. Alter. Verdammt, sieh dir diesen Ort an. Auch ganz laut sagen. Aber ich finde es schön, dass man zu Objekten zurückkehrt, wo man schon einmal war. Vor allem in den Teil davor. Ah, guck mal, Beweis. Alter, so eine Scheiße ist auch ein Beweis. Ja, das ist halt das, was ich meine, dass achso, Operation Roter Zirkus. Wenn wir den Kran finden, finden wir den Hauptrecht. Das ist dann für die Nebenaufgaben, also für die optionalen Missionen. Okay. Nimm die Treppe. Ja, ich guck noch hier mich kurz um. Und das findet man. Also ich das, achso, und ich dachte, und ich beziehungsweise bin ich davon ausgegangen, dass man, wo war denn das Sturmgewehr? Ja. Für die jeweiligen Missionen, die man gerade spielt, so eine optionalen Dinger findet. Also Geheimnisse, Mann. Ein langer Weg nach unten. Ja. Diese Sowjetunion. Den Weg kennen wir. Alter. Ich würde mir echt gern ein Remaster von Black Ops 1 wünschen. Ach so, oh fuck. Und ich dachte, die schießt so schön präzise. Achtung, Granate! Das ist der Endzeitbunker. Wir nähern uns dem Hauptrechnerraum. Wir angeln Scheiße, war die groß. Die Russen am Helipad sind schwer bewaffnet. Wir sollten sie besser ausschalten. Muss nachladen! Ich bin letztes Mal zuerst los. Warum sollten wir das jetzt ändern? Weil du mich gern hast? Danke. Alter, Mason, das arme Schwein. Oh, der alte Mann. Meine verdammte Waffe verloren. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Woods. Ah, klasse. Ich finde es so schade, dass der eigene Charakter keine Stimme hat. Verdammt, ist das kalt hier drin. Armbrustbolzen.
Alter. Er ist mal ruhig. Naja, stimmt, wir hatten ja Armbrustbolzen damals. Wir haben ja hier mit der Armbrust gespielt. Stimmt, da war ja was. Ich muss sagen, das sieht halt unglaublich gut aus. Ich habe gehört, dass bei den Ausgrabungen Leichen mit Verletzungen gefunden wurden. Du willst sagen, dass unsere Regierung eine feindliche Attacke auf sowjetischer Erde verhindert hat? Leichen schießen nicht auf Menschen. Ich liebe Fälle. Wir waren das. Okay. Keine Vertuschung gewesen. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Все чисто. Мне нужно подкрепление. Okay. Keine Armbrust mehr, sondern Bogen. Schön die Pfeile wieder einsammeln. Lustig, dass es das uns einer sieht, ja. Mason, hörst du mich? Ja. Mason, kannst du mich hören? Ich höre dich. Du musst in der Nähe sein. Was haben die denn hier bloß gemacht? Scarum. Prinzip, ja. Na komm. Was hier alles noch Scheiße. Steht. Das hast du nur mit einem Messer gemacht? Erinnere mich dran, dich nie zu verärgern. Na ja, fast, ne? Du warst fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Alter. Mason, an den Sucher. Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken, weiter nördlich. Da, was ist das? Bingo. Laut der Karte steht der Kran über dem Atrium und damit einen Steinwurf vom alten Computerraum entfernt. Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Winde bereit. Bitte was? Meine Winde? Sorry, kann ich nicht meinen verstehen. Kran? Wie einen Helikopter. Okay. Jo. Du läufst mir doch ins Feld, Alter.
vergessen. Wir müssen da runter. So, schön nachladen. Der hat gelitten. Was wollen die da mit dem alten Supercomputer? Oder wenn das einer ist? An welcher? Sag mal, Wutz, machst du auch was? Das verdammte Ding dieses Mal. Ja, da war noch einer. Oh, ja, klar. Das ist schön. Und was soll ich jetzt machen? Meinst du, ich springe runter oder was? Verschlossen. Verschlossen. Ist der Hauptrechner groß? Wir kommen nicht weg, wenn er zu schwer ist. Mason, wir müssen da runter. Nein! Alles Standardgröße. Ach so, das ist schon der Rechner. Aber was hieß? Und nun? Dimitri, wir sind in Position. Lass die Winde runter. Lasse sie runter. Alter, mir wird schlecht. Hallo? Das Gewicht ist höchst widerspenstig. Schneller, Belikov! Festhalten! Alter. Alter, Alter, Alter. Wird mir schlecht. Aber sowas von. Wir sind in Sicherheit, Dimitri. Bring uns heim. Gott sei Dank. Hudson,
Wir haben den Hauptrechner analysiert, den Mason und Woods vom Yamantau geholt haben. Und? Perseus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Perseus hat sie gelöscht. Verdammt. Es gibt nur noch einen Ort, wo Sie diese Informationen finden. Die Lubjanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst herausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Adler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Das sehe ich auch so. Mensch, die Mission gehen ja jetzt Schlag auf Schlag, wa? Kann nichts mehr mit Mission auswählen und los. Na, was lädt denn der jetzt so lange? Hat er ja sonst auch nicht. Ah ja. Gerade gehört. Belikov ist wieder in Moskau. Ihr kennt den Plan. Bell, du kommst mit mir. Lazar, bereit machen zur Evakuierung. Du nimmst ihn mit zum KGB? Bist du verrückt? Warte, bis Mason oder Woods zurück sind. Ich brauche weder Mason noch Woods. Ich brauche Bell, er ist unverzichtbar. Macht dir das Spaß? Die und ihre Brillen. Die ganze Operation unnötig aufs Spiel. Das ist nicht unnötig, sondern kalkuliert. Denk dran, wenn ihr die Sache verbockt, kriegen wir diese Namen nie. Dann war's das. Ich weiß, du schaffst das. Hudson traut niemandem, den er nicht kontrollieren kann. Okay. Rudi. Manchmal ist der Ton nicht zu verstehen. Okay. Grab mal tiefer. Alter. Der neue Vergrößerer ist da. Ich habe ihn für dich eingerichtet. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.